Geschichte schon noch einmal fertig. KF bekommen. KF braucht Verstärkung. Zugunglück mit Todesfolge. Robert! Gut, dass ihr da seid. Ist eine ganz schöne Sauerei da hinten. Deine erste Bahnleiche? Ja, irgendwann ist immer das erste Mal. Es ist eine Frau vom Zug gesprungen. Punkt 8.40 Uhr. War sofort tot. Die Kollegen suchen gerade die restlichen Leichenteile zusammen. Ja, das ist schrecklich, sowas. 8.40 Uhr hast du gesagt? Ja. Was ist da? Der andere liegt da hinten irgendwo. Und die restlichen Körperteile sind über eine Strecke von 500 Metern verteilt. So lange hat es gedauert, bis der Zug wirklich gestanden hat. Wo ist der Zug jetzt? Im nächsten Bahnhof. Der Lokführer steht unter Schock und wird psychologisch betreut. Konnte er denn trotzdem schon befragt werden? Ja, nur dass es ganz schnell ging und nicht mehr bremsen konnte. Aber er hat wohl neben dem Opfer noch eine andere Person gesehen. Konnte er die andere Person beschreiben? Ja, wahrscheinlich ein Mann, aber er steht unter Schock. Wir müssen ihn morgen mal befragen. Dann war es vielleicht doch kein Selbstmord, sondern ein Tötungsdelikt. Den Spuren nach könnte das sein, ja. Okay. Also die Tote stand definitiv hier. Davon können wir ausgehen. Gerrit, bist du ein bisschen vorsichtig? Wir haben noch keine Gipsabdrücke gemacht, ja? Ich bin vorsichtig. Okay, denn da, wo du fast hingetreten wirst, sind nur andere Abdrücke. Tieferes Profil, wir gehen von Männerschuhen aus. Vielleicht von der Person, die der Lokführer gesehen haben will. Gut möglich. Okay, sobald ihr neue Erkenntnisse habt, schickt uns den Bericht, ja? Natürlich. Fies, oder? Kollegen, ich habe was Interessantes gefunden. Guckt mal hier. Achtung. Ja, ich weiß. Ein paar Fotos. Fotos? Dann nimmst du mal. Ist überall ein und dasselbe Mann drauf. Und hier der Personalausweis der Toten. Maria Schneider. Ja, dann fahren wir jetzt mal zu ihr nach Hause. So, dritter Stock, hier sind wir. Ja, naja. Ob jemand da ist? Stehen bleiben! Hey! Hände hoch! Hey! Verdammt, Verbrecher! Nehmen Sie die Waffe runter, ganz ruhig, ja? Bis hier und nicht weiter. Ihr lasst meine Freundin jetzt in Ruhe. Ich bezahle ihre Schulden und ihr lasst euch dann nicht mehr hier sehen. Verstanden? Wir sind von der Kriminalpolizei. Was? Ja. Na klar! Wir können uns ausweisen, wir wollen zu Maria Schneider. Ich weiß, dass ihr zu Maria wollt, ihr verdammten Verbrecher. Das ist Marias Handtasche. Was soll das? Was wird hier gespielt? Hey, also, bitte, geben Sie mir die Waffe, den Rest können wir drin besprechen. Nein! Hier. Was habt ihr mit ihr gemacht? Bitte, sehen Sie sich den Ausweis an. Wir sind von der Kriminalpolizei. Nehmen Sie die Waffe runter. Wir gehen jetzt da rein und dann erzähle ich Ihnen, was mit Frau Schneider passiert ist, okay? Geben Sie mir die Waffe. Darf ich das leihweise mitnehmen? Wenn Sie wollen. Wir hatten noch so viel vor. Das kann nicht sein. Sie war die Frau meines Lebens. Wir wollten zusammenziehen, heiraten. Ja. Ich glaube Ihnen, dass es schlimm für Sie ist. Vielleicht ist es ein kleiner Trost für Sie zu wissen, dass sie nicht gelitten hat. Sie war sofort tot. Allerdings glauben wir, dass sie nicht freiwillig vor den Zug gesprungen ist, sondern dass sie gestoßen wurde. Wo waren Sie denn heute Morgen zwischen 8 und 9? Zu Hause, warum? Das ist nur eine Routinefrage. Alleine? Ja. Es tut mir leid, dass ich Sie bedroht habe, aber ich habe gedacht, Sie wären diese Geldeintreiber. Was für Geldeintreiber? Das weiß ich auch nicht so genau. Sie wurde bedroht. Maria. Wegen Geld. Ja, sie hatte Angst. Und warum genau wurde sie bedroht? Wissen Sie das? Keine Ahnung. Das hat sie mir nicht gesagt. Sie wollte nicht darüber reden. Sie hat nie viel über sich geredet. Haben Sie eine solche Bedrohung denn mal persönlich mitbekommen? Da war mal so ein Mann vor ihrer Wohnung. Ja, so ein kräftiger Typ,
Groß. Glatze. Den müssen Sie finden. Der war es, ganz bestimmt. So einen Globus hatte ich früher auch. Abgefahren. Generell eine schöne Wohnung. Sie erinnern mich noch an meine erste WG. Da hatten wir auch so einen Fußboden. Gerrit, hast du immer in der WG gewohnt? Feste gefeiert, Freunde getroffen. Das war alles egal irgendwie. Das war schon abgefahren. Cooles Ding. Naja, wir werden alle älter. Robert. Hast du was? Ich will das Geld. Wir hatten eine Abmachung. Wenn du dich nicht daran hältst, dann weißt du, was passiert. Könnte von diesen Geldeintreibern sein. Die Frage ist nur, wer sind die? Ich weiß es doch auch nicht. Sie wollte sich selbst darum kümmern. Aber sie hat darunter gelitten. Ich habe das gesehen. Ich habe ihr immer wieder Geld angeboten, aber sie wollte es nicht. Hat sie Ihnen vielleicht nicht wirklich vertraut, dass sie Ihnen deshalb so wenig erzählt hat? Das stimmt nicht. Ich habe sie einfach so genommen, wie sie war. Sie war zum Beispiel sehr religiös. Ich bin das eher nicht. Ja, und ich habe das respektiert und sie dabei unterstützt. Das heißt, Sie sind mit ihr zusammen in die Kirche gegangen, oder wie darf ich das verstehen? Nein. Wir hatten vereinbart, dass wir mit dem Sex bis zur Ehe warten. Ernsthaft? Ja, ich weiß, es ist für Sie sicherlich komisch. Sie war immerhin schon über 40. Aber sie hatte sehr eigene Wertevorstellungen. Ich habe doch irgendwo noch die Fotos aus der Handtasche vom Tatort. Ist doch derselbe Typ, oder? Ja, stimmt. Sieht ganz so aus. Der Typ heißt Paolo Hagen. Ist wohl ein sehr berühmtes Model zurzeit. Läuft überall mit. Paris, Mailand, New York. Meine Güte, ey. Weiß ja auch nicht. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, du siehst nicht so gut aus. So, guck dir das mal an. Also, hier sind Fotos von ihm. Hier sind Fotos von ihm und so wie es aussieht, heimlich gemacht. Hier. Und dann haben wir noch Fotos von ihm als Kind. Hier, Paolo, 1990. Wie kommt ihr an die Fotos? Keine Ahnung. Vielleicht hatten sie ein Verhältnis oder so. Tja, oder ein verrückter Fan. Also dieser Heimatsheim ist ein komischer Vogel. Was der für eine Beziehung zum Opfer geführt hat. Ich meine, der kannte die doch so gut wie gar nicht. Und die Fotos von dem Model hat er auch nie gesehen. Vielleicht waren die gar nicht zusammen. Doch. Und der hat die wirklich geliebt, das glaube ich ihm. Liebe, Liebe, Liebe. Wer weiß. Auf jeden Fall hatte die Tote ein paar Geheimnisse. Und sie hatte Schulden. Fragt sich nur bei wem. Ja, offensichtlich war sie an diesem Paolo Hagen interessiert. Schon richtig krankhaft. Ja, obwohl sie einen Lebensgefährten hatte, der angeblich so in sie verliebt war, dass er keine Fragen gestellt hat. Leute, hört mal. Paolo Hagen, also dieses Model, hat in den letzten Wochen 3-mal Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Wisst ihr wegen was? Nee. Ja, schwarz auf weiß. Wegen Belästigung. Belästigt? Verfolgt ist das richtige Wort. Die Frau war nicht mehr normal. Ach ja? Wieso? Diese Stalkerin, ey. Die ist seit Wochen hinter mir her. Gefuckte Tussi. Wenn jetzt wirklich unter diesem Zug gelandet ist, dann... Ich bin echt erleichtert. Klingt scheiße, ist aber so. Sie haben in den letzten Wochen 3-mal eine Anzeige erstattet. Immer gegen Unbekannt. Ja, ich wusste nur, dass es eine Frau ist. Ich hätte die mal gesehen. Von hinten. So lange Haare. Ja, das war so eine Zicke. Die wollte mein Leben rein. Genau das meine ich, Leute. Wo habt ihr die her? Aus der Wohnung des Opfers. Die hat sie mitgehen lassen. Aus meiner Wohnung. Ich weiß zwar nicht, wie sie die Alarmanlage geknackt hat, aber sie hat's getan. Hat sie denn sonst noch was gestohlen? Nein, krass, oder? Kein Geld oder so. Manche Leute sind so dermaßen verstrahlt. Was kann die Frau von dir gewollt haben? Was weiß ich, was diese crazy Groupies antreibt. Die war jedenfalls so schlimm, dass ich mir extra einen Bodyguard zulegen musste, der sie mir vom Leib hält. Würden Sie uns freundlicherweise den Namen Ihres Bodyguards verraten? Mike Schuster. Und? Macht dieser Mike Schuster einen guten Job? Ja, ist schon okay.
Sagen Sie, den Bahnabschnitt, wo das Opfer zu Tode gekommen ist, kennen Sie den? Ja, ich wohne in der Nähe und jogge ab und zu lang. Ach, das ist aber ein Zufall. Ich weiß, was Sie jetzt denken, aber ich habe Sie nicht umgebracht. Heute Morgen waren Sie nicht zufällig beim Joggen? Nee, heute nicht. So ein Shooting ist anstrengend genug. Oh, und wo waren Sie heute Morgen um 9? Im Bett. Allein. Kommt auch mal vor. Kommt auch mal vor. Was für ein Affe. Hey Jungs, kommt ihr gerade vom Casting? Casting? Nein, wir sind von der Kriminalpolizei. Grass ist mein Name, mein Kollege Ritter. Kriminalpolizei, das ist ja toll. Das muss ich gleich meinem Producer erzählen. Ein Kriminalkommissar. Wir müssen nämlich noch für eine Rolle einen Part besetzen. Und einen echten Kriminalkommissar hatten wir da noch nicht. Haben Sie schon Schauspielerfahrung? Ja, ich schon. Echt? Das ist ja super. Also ich würde es echt traumhaft finden, wenn einer von euch die Rolle übernehmen könnte. Haben Sie vielleicht sowas wie eine Karte, wo ich sie erreichen kann? Ja. Okay, danke. Ja gut, also wir melden uns dann. Tschüss. Super. Tschüss, ciao. Wieso hast du gelogen? Hab ich doch gar nicht. Du hast gar keine Schauspielerfahrung. Ja, nicht so direkt, aber indirekt. Naja, ist ja auch egal. Wir sollten uns jetzt mal um diesen Bodyguard kümmern. Komm.